Guten Tag, grüezi, moin moin, servus und hallo. Ja, vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Organisation der Veranstaltung. Finde ich ganz toll und ganz wichtig, dass wir so ein bisschen die strategische Entwicklung, die Transformation diskutieren. Hallo. Wir hören Sie, Herr Nelle. Ah, wunderbar. Vielen Dank. Besondere Zeiten brauchen neue Wege und Kreativität. Ich übernehme jetzt mal für Frau Albers, die leider gerade wieder rausgefallen ist aus dem Zoom. Warum sind denn jetzt Bibliothek und Forschung so ideal zusammen? Ich meine, jahrhundertelang kamen die Bibliotheken ja auch ohne die Forschung ganz gut klar. Ich bin gerne Bibliothekarin. Ich glaube total daran, an diesen Beruf und was und auch an die Kompetenzen dieses Berufes. Wir haben den perfekten Kandidaten für die Diskussion danach, nämlich jemand Fachfremden, der noch nicht ein Bibliothekart wurde, sozusagen. Verstehen wir, sagen wir mal, Bibliothekare oder Informationswissenschaftler? Verstehen wir genau, was Forschende haben wollen? Was wir also brauchen in Bibliotheken sind mehr Wow-Effekte, auch für unsere digitalen Dienste. Das erste Modul, Hacken und Experimentieren mit Daten. Und Sie sehen schon, das sind alles so ein bisschen mehr reißerische Themen, aber das ist genau das, worum es geht, dass das nicht so, sagen wir mal, konservativ und steif ist, sondern dass wir da relativ frisch und auch experimentierend dran gehen. Das Unperfekte aushalten zu können, auszuprobieren, also das ist ja so ein Spirit, den man auch bei ZB Med mitbekommt, dass es da eine Kultur gibt, Sachen auszuprobieren. Ihr habt doch so Programmiernachmittage und solche Späße. Gerade diese Grundlagen sind wichtig und auch gerade diese Möglichkeit, da einmal die Hemmschwellen abzubauen. Mein Rat und mein Vorschlag von heute, meine Bitte, nehmen Sie teil an dieser Debatte über die Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken. Auf dieser Veranstaltung und darüber hinaus. Auf Wiedersehen, Servus, Tschüss und auf bald, Ihr Team von ZB Med. Danke.